Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Demon's Souls. Ich habe schon bestimmt seit 10, 15 Folgen vergessen, einmal den hier zu machen. Deswegen gibt es direkt Hurra für alle, die immer noch zuschauen. Danke, Hulk. Gut. Ja, gut, wir waren gerade auf dem Weg, den hier kaputt zu machen. Und der hat uns einfach gar nicht gehört. Soll mir recht sein, der gibt mir eh auf den Sack. Ah, der hat irgendwas fallen gelassen, war das der Helm? Stylisch, Leute. Geil. Das ist halt echt das einzig Gute an den Typen, dass sie halt einfach den Helm droppen können. Nice. Und ich erinnere mich, in der letzten Folge haben wir einen Schlüsselring bekommen. Und ich glaube, ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich glaube, hier liegt ein Item. Ich glaube, man konnte das hier auch machen, oder? Scheint verschlossen. Ah, okay, gut. Dann habe ich halt einen Schlüsselring gefunden. Sind auch Schlüssel dran? Oder ist das nur der Ring? Ich frage den Freund. Eiserner Schlüsselring, Schlüsselring aus Eisen. Eiserner Schlüssel sehen alle gleich aus. Okay, also ist ein Schlüssel dran. Gut. Weil... Hätte ja sein können, dass das nur der Ring ist und dass man damit dann irgendwie Platz, Inventarplatz sparen kann. Ich weiß auch nicht. Hört mir einfach nicht zu. Okay, gut. Gut, die kommen nicht her. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Kanalisation. Cool. Hallo. Bloodborne. Spielt hier etwa Bloodborne? Ja, Quatsch. Ja. Nee, egal. Gut. Kommen sie her, kommen sie her. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Richtig schön auf dem Kopf. Nicht geil. Oh. Ha! Geiler Hut. Das ist genauso wie in... wow. In Demons... in Dark Souls 1. Gibt es im DLC ja auch so einen Typen. Chester. Der hatte auch so ein fancy Top-Hat auf. Und den kann man auch droppen. Den kann man auch haben, wenn man ihn tötet. Kannst du mal damit aufhören? Danke. Ist halt... So eine dicke Waffe ist zwar super geil. Aber der Nachteil ist, dass man keine Hyper-Armor hat. Oder kein... Oder... Ja. Ja. Ich glaube, Poise funktioniert so wie in Dark Souls 1. Bin mir gerade gar nicht sicher. Aber... Gibt es überhaupt Poise? Aber selbst wenn... Ich kann ja keine wirkliche Rüstung tragen. Weil die Waffe halt einfach mal so viel wiegt wie mein Auto. Und ich deswegen keinen Dienst. Hä? Achso. Oha. Da ist er einfach abgehauen. Ach komm. Ich muss halt sagen, ich mag Leute nicht. Die Speere benutzen. Ich weiß es nicht. Ich mag Speere selber nicht. Ich komme halt gerade einfach zu gar nichts, Mann. Alter. Ist ja geil, wenn man nicht mal dann. Wenn die halt schneller angreifen, als man aufsteht. Und irgendwas machen kann. Das ist geil. Das macht richtig Spaß. Ich kann halt hoffen, ja. Siehst du, weil ich auch... Einfach Speerträger, ey. Fickt euch doch einfach ins Knie. Weißt du was? Ich habe eine Idee. So. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Das ist die beste Idee, die irgendjemand irgendwann mal gehabt haben kann. Denn ich bin auf diese Idee gekommen. Muss ich halt nur aufpassen, dass die nicht irgendwann wiederkommen. Och Mann, ey. Da ist halt noch einer. Da ist halt einfach mal noch einer.
Und bei meinem Glück kommen die anderen gleich wieder. Vor allem, die Pisser haben auch einfach den Schild direkt die ganze Zeit vorne. Ja, cool. Mitten aus der Rolle. Ja, cool. Das Problem ist, ich kann halt nichts gegen den ausrichten. Wow. Da hatte ich jetzt einfach nur Glück. Das war kein Können, das war, gebe ich zu, das war Glück. Ah, überhaupt nicht nervig. Naja, gut. So, Farmandgras. Ich mache mal den hier. Gönnen mir selber nochmal so ein. Ach mal, da kommen sie langsam zurück. Das ist mir egal, ich hau ab. Ciao. So. Denn wir haben hier gleich wieder einen Bosskampf. Und es steht da hinten auch schon. Nee, steht da gar nicht. Das ist der, wie heißt's? Das ist der komische Fetti. Einfach mal verdient, ey. Richtig geil. Hehe. Also der Durchdringer. Oh, 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 oh. Ja. Aua. Darf ich auch nochmal? Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, das Problem war gerade einfach, dass ich eingeloggt habe. Bei manchen Gegnern ist das vorteilhaft, bei manchen ist das nachteilhaft. Okay, das hat getroffen, das ist gut, aber. So. Wow. Aua. Aua. Ist egal. Burst Damage. Oh, da. Aufpassen, Freunde, aufpassen. Nein, steh auf, steh auf. Habe ich gerade echt kurz Angst bekommen. Ah, nicht zweimal angreifen, du Dummkopf. Ah. Ah, der Dämon wurde vernichtet. Boah, okay. Der hat mir tatsächlich gerade ein bisschen Angst gemacht. Silberne Dämonenseele. Ich glaube, wenn man die Seele verwertet, halt mit einer Waffe und so, dann kriegt man seine Waffe, glaube ich. Bin mir gerade aber nicht hundertprozentig sicher, also passt das schon. Hi. Nochmal Kondition. How thou done? Kann ich dann jetzt mittlerweile den hier tragen? Vor allem nicht mit der Hose. Ja, nice. Habe ich jetzt zwar nicht mehr diesen geilen Hut, aber. Ha. Ich habe was Besseres. Ich habe eine neue Rüstung. Geil. Ja. Deponieren. Hau ich mal raus. Und ich guck mal. Ich glaube. Ich kann damit. Ich glaube, ich komme damit noch auf ein Level ab. So, wie viel brauche ich für ein Level ab nochmal? 46.000. Das ist nicht günstig. Ja. Ja gut, das sind dann hier nochmal... Das waren 46.000, ne? Oh, Mann. Muss ich halt hier nochmal... Einmal kurz. So, lalala. Geht ja fix. Dass ich dann nochmal drauf leveln kann.
und hoffentlich dann vielleicht den Hut tragen kann. 0,5. 0,7. Ich glaube, für die Hose reicht es nicht. Passt schon. Blopp. Blopp. Ist halt ein bisschen merkwürdig, wie diese Rennattacke halt aussieht. Auf jeden Fall unerwartet dann. Oh. Ja, da warst du zu vorfreudig. Das müsste reichen, ne? Ja. Muss ich halt dooferweise den langen Weg nach oben wieder nehmen. Beim Farmen kann man ja, ich hab's ja gezeigt, einfach schön in den Tod stürzen. Aber hier geht das nicht. So, witzig Kondition. Das meiste ist halt einfach in Kondition reingesteckt. Ja. Das geht halt. Aber die Hose geht nicht. Dazu bräuchte ich noch ein Level. Ja. Ja, nehme ich das so. Das sieht echt bescheuert aus. Ohne Hose. Mit der Rüstung passt er einfach gar nicht. Kann ich aber auch gar nicht. Okay, wieder lang. Was haben wir denn? 0,5 brauche ich. Das Assassinenmaske geht. Hosen. 0,5 Hosen gibt es nicht. Schade. So, sieht das doch schon ein bisschen in Ordnung aus. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal zurück. Ja. KS des Durchdringers. Auf geht's. So. Hat er verdient. Ich wollte nochmal auf seine Leiche drauf rumtreten. Er hat's verdient, er war nervig. Geil. Ich mag es, Sachen zu zerstören. Okay. Ah, was ist denn hier los? Und da hinten sind direkt drei. Ach man. Drei oder mehr. Mistergeister. Das ist toll. Ah, jetzt. Ach, Mann, ey. Anstatt den hier anzuvisieren, weißt du? Ach, komm, ey. Sind das Kirks oder was soll das sein? Oh, Alter. So, das Ding ist. Ich würde mir dieses Ding gerne mal angucken. Was soll das denn sein? War das mal? Ist das ein. Ist das ein Drache? Ja, das war ein Drache. Achso, das. Seine Flügel sind einfach nur zerrissen. Sieht aus wie Gefieder, so, weißt du? So, das ist so ein. Keine Ahnung. Och man, ey. Wir haben Demon's Souls auch ziemlich grafisch gelassen, weißt du? Sowas mit den Äxten drinnen und überall Blut und so, das haben sie in den folgenden Titeln haben sie halt echt nicht reingemacht, ne? Jo, kommen sie ran. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Gucken, lernt er aus seinem Fehler? Ne, natürlich nicht. Also da ist die Waffe ein bisschen gemein. Ich glaube, jetzt hat er Angst. Okay. Und der nächste ist natürlich einer mit Bogen.
Durchdringerschwert. Oh, könnte das nervig werden. Das wird auch richtig nervig. Ah, der hat einen netten Speer. Und zwar ist das der Speer, der die Ausrüstung kaputt macht. Ich glaube, der macht tatsächlich gar nicht mal so viel Schaden, der Speer. Aber im PvP konnte man zum Beispiel damals die Leute so hart trollen und einfach die komplette Ausrüstung kaputt machen. Das Reparieren ist ja auch nicht gerade günstig. Ah, okay. Seiner macht Schaden. Oder hat man das... Ich glaube, man hat das damals so gemacht, dass man die Werte nicht benutzt. Also, dass man den Speer nicht tragen konnte. Zum Beispiel nicht genug Stärke oder nicht genug Geschick oder so. Und dann hat man keinen Schaden gemacht. Und dann konnte man halt so oft auf den Gegner einprügeln. Ja. Kann ich denn... Ich kann rollen. Der Schild wird mir zwar nicht angezeigt, aber ich kann parieren. Das ist, glaube ich, gerade einer meiner einzigen Chancen, die ich gegen ihn habe. Natürlich habe ich noch andere Chancen, aber... Ah, Waffe zerstört. Cool. Ah ne, das ist der Schild, der kaputt ist. Alter. Ja, wie man sieht, der hat auch noch ein paar Mal zugehauen. Ah, kacke. Ich brauche die Waffe aber. Danke. So. Und einmal, nochmal, komm, noch einmal. Ist halt der Nachteil an dicken Waffen. Wenn man halt nicht zum Schlagen kommt, da kommt man halt nicht zum Schlagen. Und wenn man kein Poise hat, dann wird man halt unterbrochen. Ich versuch's nochmal mit dem Parieren. Ja. Ah. Überhaupt nicht nervig. Kriegt man die Waffe? Zu schwer zu tragen für mich. Geil. Ich bin auch schon wieder komplett voll. Was habe ich denn alles mit? Ja, hätte ich vielleicht mal dran denken sollen. Ich muss ja echt Sachen... Ah, das Großschwert habe ich auch noch. Das bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich ein Schild ablege. Aber ich mach mal den hier. Den ablegen. Aber es ist nur ein Schild, okay. Das brauche ich halt eindeutig nicht. 30 wiegt der Kack. Heftig. So. Ich lasse den Schild einfach hier. Dann verschwindet er halt. Ist auch okay. 50.000 Seelen. Auch schon wieder ein Level-Up eigentlich. Weißt du, wenn ich schon mal dabei bin? Also diesen Level-Up, ja, weißt du, den lasse ich mir nicht nehmen. Und wenn ich sowieso voll bin, kann ich Gerümpel einfach mal wieder weg. Wegtun. So. Ja. Blablabla. So, das heißt, ich kann die Hose tragen. Das ist geil. Er sieht zumindest ein bisschen zivilisiert aus. Ja. 0,3. Es gibt jetzt nichts, was 0,3 hat, deswegen. Passt das so. Deponieren. Machen wir mal das. Das. Den behalte ich nochmal wegen und so. Ich hätte vielleicht ein Schild behalten sollen, aber auch egal. Die Ministerkappe behalte ich mal. So, ich glaube, ich jetzt 67. Ja, das reicht mal. You have a heart of gold. So. Und zurück. Es ist gerade ein bisschen hin und her, aber das sollte jetzt ein bisschen besser sein. Die Finstergeister müssten jetzt auch weg sein. Jetzt muss ich nur einen Weg finden, wie ich hier weiterkomme. Ach ja, das Ding habe ich ja auch nicht bekommen. Guck mal, der tanzt.
wenn er denkt, dass er verschwinden kann. Nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir. Geh mal erstmal hier lang, weil das sieht da nach dem richtigen Weg aus. Ephemer im Auge. Das ist toll. So viel haben wir auch gar nicht verbraucht jetzt im Playthrough. Hab halt immer noch einen Arsch voll davon. Okay. Das ist auch direkt schon wieder so eine nächste Echse. Ja, kommen sie her, kommen sie ran. Bam. Ich sehe nichts. Das ist... Ja, das ist geil. Ha! Geil. Ciao. Voll mit Gas. Okay, hier unten geht es nirgendwo weiter. Das heißt, ich muss nach oben. Immer diese... Ciao. Immer diese komischen Tänzer, weißt du? Stellt doch das nächste... Aber stellt doch das nächste Mal bitte richtige Assassinen ein, anstatt irgendwelche komischen... Boah, Tänzer. Siehst du? Ein paar mehr davon und das Königreich wird niemals eingenommen werden. Weil die Leute einfach keinen Bock haben, gegen sie zu kämpfen. Weil das Kacker sind. Aber... Das ist halt die Variante. Das ist halt die Variante. Ohne Schild. Und das heißt, die können nicht blocken. Und blocken ist kacke. Und ich, ja. Also das ist halt noch irgendwo einer, aber der bleibt erstmal am Leben. Ich kann Bock extra den zu sagen. Das ist der richtige Weg. Ja, hi. Ich geh nochmal zurück. Einfach nur, weil ich denke, ja, einfach nur, weil ich denke. Jetzt mal auf der anderen Seite. Hä? Hä? Bin ich doof? Ich habe das komplett vergessen, dass ich hier lang gelaufen bin. Ich dachte, ich bin da lang gelaufen und dachte, dass dieser Weg hier noch nicht erkundet ist. Heiliger. Was war das denn? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich hier lang gelaufen bin. Uff. Also mein Kurzzeitgedächtnis ist teilweise doch manchmal schlimmer als gedacht. Das ist heftig. Ja, das Problem ist hier. Da ist so ein Kackdache. Und wenn ich hier versuche lang zu gehen, macht er voll. Ich meine, der ist zwar nett. Kann ich den... Ich treffe den auch nicht mit Feuer und Feuer würde auch keinen großen Schaden machen. Aber ich versuche einfach mal knallhart durchzurennen. Okay, der macht keinen Schaden auf dem Boden. Ich dachte... Okay. Okay. Ist jetzt echt besser gelaufen als gedacht. Du kommst mir nicht mehr, Freund. Okay, cool. Gehen wir weiter. Ja. Oh, guck mal, wie nett der ist. Da fliegt er einfach da vorne. Ja. Das ist toll. Aber Leute, man bedenke, ich habe auch noch ein Schwert, das mir Feuerresistenz gibt. Ist geil, oder? Okay. Man hier noch irgendwie hin? Sieht halt so aus, als ob es noch irgendwas geben würde, aber ich glaube, das ist halt glaube ich nicht so. Wie komme ich denn an ihm vorbei? Vor allem ich hatte einen Zauber,
nachdem ich weniger Feuerschaden bekomme. Ja. Tot. Ich meine, was soll ich machen? Es war halt auch so eine Kackstelle. Es war schon immer so eine Kackstelle da. Ja, wo bist du, mein Freund? Hier bist du, mein Freund. Bla bla bla, Zauber merken. Ich mach mal den weg. Mach mal Wasserschleier. Wait, where are you going? Weg. Ganz weit weg. Und dann vielleicht auch noch wieder erlangen. Machen wir da. Nehmen wir das mit. Feuer 18, 16, 32. Das Problem ist. Aber. Jetzt ziehst du den an und das war's auch noch schon. So, dann habe ich das, dann habe ich das. Ja, ein bisschen. Das Ding ist, ich habe ja. Drei. Hast du? 10. Ja, wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Das ist die Frage. Versuche ich jetzt einfach mal durchzurennen? Um ein bisschen Zeit zu sparen? Weil mich frage, soll ich das machen? Mach's aber. Mach's einfach, ohne drüber nachzudenken. Zack. Ich finde das schön, dass man die ab und zu teilweise halt echt mehrmals machen kann. Oder ab und zu, also, ja. Aua. So. Tschüss, ciao und auf nimmer Wiedersehen. Und einen haben wir dann noch. Das Problem ist, wir hatten zuerst den hier, den habe ich vergessen. Mann, ey, ich bin auch so dumm und greife dann nochmal an mit der Waffe. So, das wollte ich zwar nicht, aber das soll mir genügen. So, kommen sie her. Keine Herausforderung, mein Freund. Keine Herausforderung. So. Ahaha. Aua. Wenn das derselbe Angriff ist wie später, dann bringt zumindest ein bisschen was. Ja. Ist egal. So. Ich habe gerade auch gar nicht nachgeguckt, glaube ich, oder? Ah, doch. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, nachgeguckt, ob vielleicht die da doch mehr hat oder eben nicht. Kann man Flieger vielleicht hoch? Nö. So. Achso, weil das immer noch wirkt. Und vielleicht auch einfach stehen bleiben und warten, bis der, ja, keine Lust mehr hat. Und wie, der hockt da auch wie so ein Gecko dran, das finde ich lustig. Ah, komm schon, du schaffst das. Ich glaube nicht. Oh, geil. Oh,
Also ich weiß jetzt nicht, ob das daran gelegen hat, dass ich halt alles so gesteckt habe, aber... Ich finde das toll, dass das funktioniert hat. So, gut. Gehen wir weiter. Ist die Frage, ist er weggeflogen oder ist er immer noch da? Ist immer noch da. Gut, die Items kann ich erstmal vergessen. Machen wir mal so. Hatte ich in dieser Folge eigentlich einen Boss? Ich nehme das halt gerade alles komplett auf am Stück auf. Also jetzt hintereinander. Am selben Tag. Selbe Aufnahmesession. Ich weiß gar nicht. Hatten wir den Penetrator in dieser Folge? Ja, ne? Hatten wir. Och nö. Nicht Ostdach war. Aber. Ich glaube, das ist normal, dass man gegen ihn kämpft. Oder weil wir einen schwarzen, also eine schwarze Tendenz haben beim Charakter. Ist er böse auf uns? Eins von beiden. Ja. Also ich muss halt sagen, sein Schild und sein Schwert sehen halt echt geil aus. Ich glaube zwar nicht, dass das Schild wirklich sehr nützlich ist. Weil es halt Pieksangriffe überhaupt nicht schützt, aber... Halt einfach mal gucken, wie oft ich zuschlagen kann. Also mit dem dicken Ding kann ich... Ja, nicht oft zuschlagen. Und vor allem auch nicht hintereinander. Naja, egal. Ich mag meine dicke Waffe. Ja, bewegst du dich mal bitte? Okay, danke, cool. Lalalalalalalala. Weiß auch gar nicht, wo wir jetzt... Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt hinkommen. Bin ich mal gespannt. Kann ich dann. Das geht aber weit nach oben. Aber das Problem ist, wenn jetzt gleich irgendwie ein Boss kommt oder so. Und man immer wieder. Leute, ich beende mal die Folge an der Stelle. Sag mal, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann hoffe ich mal, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also in dem Sinne, ciao.